Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 5.10.2020. Ich bin heute um 9 aufgestanden, weil die Volkshilfe da war. Und am Nachmittag ist Sonja gekommen. Ich war sehr müde den ganzen Tag. Aber Sonja auch irgendwie. Wir haben uns gut unterhalten. Und waren immer wieder draußen, weil sie geraucht hat. Und ich frische Luft geschnappt habe. Wenn wir mit draußen waren, war ich wach. Aber drinnen wieder müde. Und sonst haben wir uns gut unterhalten und es war lustig, aber etwas zäh und auch kurzfristig mal langweilig, weil ich so müde war. Mir geht es so mittelmäßig. Bis okay. Ich habe gestern ganz gut geschlafen. Außer, dass ich wieder einen Albtraum hatte. Aber diesmal von was anderem, war nicht so schlimm. Und es war mir relativ schnell klar, dass ich geträumt habe. Im Traum und damit war es nicht so schlimm. Und ich mache mir momentan Gedanken über Weihnachtsgeschenke für meine Familie. Und für meine Freunde. Sonja hat mir das Fingernägel machen zu Weihnachten geschenkt. Jetzt schon. Etwas verfrüht, weil ich sie mir sonst nicht machen hätte können. Ich hatte heute nicht die Tageslichtlampe laufen. Ich habe einfach drauf vergessen. Und meine Haare sind gut gewaschen. Die glänzen richtig. Und sind sehr weich. Ich muss mir wieder ein neues Shampoo bestellen. Weil mein Shampoo leer geht. Und ja. Sonst gibt es nicht viel Neues. Am Mittwoch bin ich beim Internisten. Dafür tun wir dreimal am Tag Blutdruck messen. Die Werte sind so mittelmäßig. Nie recht nieder, aber auch nicht immer recht hoch. Immer so grenzwertig. Und ich bin gespannt, auf welche Medikamente er mich einstellt. Mein Herzschlag ist wahnsinnig schnell. Immer, auch direkt nach dem Aufstehen. Ich merke auch das Herzrasen die meiste Zeit. Und ich bin halt gespannt, was da rauskommt. Und nächste Woche Dienstag habe ich einen Lungenfacharzttermin. Und meine Lunge jetzt 3 oder fast 4 Wochen rauchfrei kontrollieren zu lassen, ob es eh keine Ablagerungen gibt. Und ich kann zwar keinen Atemtest machen, weil dieses Kämmerchen nur gerade so groß ist, dass man sich reinstellen kann, aber nicht mit dem Rollstuhl. Und
Aber durchleuchten und Lunge abhören geht schon. Und auf das bin ich auch gespannt. Ich bin sehr müde. Jetzt auch wieder. Dazwischen ging es so halbwegs. Und sonst fällt mir nicht mehr ein. Es gibt nicht viel Neues. Morgen kommt Corinna, dann wieder Sonja. Und das wechselt sich die Woche so ab. Außer Samstag, da bin ich alleine. Und aber ein Tag frei wird mir nicht schaden. Das Wetter ist heute wieder ziemlich schlecht gewesen. Gestern war es richtig warm. Und ja, es war in dem Sinn alles, was ich erzählen wollte. Liebe Grüße, gute Nacht. Ciao, eure Ines.